Hallo, mein Name ist Katharina Schüller. Ich bin Statistikerin und ich liebe Daten. Ich bin Autorin der Studie Future Skills, ein Framework für Data Literacy und habe Erfahrungen mit Daten seit über 24 Jahren. Ungefähr 10 Jahre habe ich an verschiedenen Hochschulen gelehrt und ich arbeite als statistische Beraterin in verschiedensten Industrien. Deswegen ist mir bewusst, wie wichtig Daten und wie wichtig Datenkompetenz einerseits in den Universitäten, andererseits aber auch in der Wirtschaft und in der Praxis sind. Wenn wir Data Literacy lernen und testen wollen, dann ist das Lernstufenmodell von Kirkpatrick dabei sehr hilfreich. Die erste Lernstufe beschreibt die Reaktion. Also wie interessiert bin ich bezüglich der neuen Lerninhalte? Die zweite Stufe beschreibt den Lernerfolg. Also kann ich in einer Testsituation mein Wissen wiedergeben? Die dritte Stufe ist das Verhalten. Kann ich Wissen auch außerhalb des universitären Kontexts oder des schulischen Kontexts anwenden? Und kann ich dort Aufgaben lösen? Und die vierte Stufe schließlich ist das Ergebnis. Erzeuge ich Wirkung im System und kann ich auch andere davon überzeugen, dass Data Literacy eine wichtige Kompetenz ist? Die ersten beiden Stufen sind extrinsisch motiviert. Und die dritte und die vierte Stufe sind intrinsisch motiviert. Diese Stufen korrespondieren mit den Fortschritten in affektiven und den kognitiven Lernbereichen. Und diese Stufen wiederum korrespondieren sehr gut mit den Dimensionen unseres Kompetenzrahmens, sodass das Ganze sehr kongruent ist. Es geht also im affektiven Bereich um die Entwicklung von Haltung, von Werten, also von Attitudes, Values und Ethics. Es beginnt schon bei der Reaktion auf die Lerninhalte und setzt sich fort bis zur Wirkung im System. Im kognitiven Bereich sehen wir die Entwicklung von Wissen oder Knowledge und schließlich die Entwicklung von Skills, also Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das Problem ist allerdings, wir führen ja an der Hochschule einen extrinsischen Motivator ein. Das heißt, wir haben Noten, wir haben Auszeichnungen, später im Beruf gibt es Geld, wenn man was lernt. Das heißt, wir können natürlich eine extrinsische Motivation dann auch sehr gut testen. Oder Lernstufen, die auf einer extrinsischen Motivation beruhen. Aber wie ist es mit Lernstufen, die auf einer intrinsischen Motivation beruhen? Dafür können wir nur mit großem Aufwand und auch mit größeren Schwierigkeiten überhaupt evaluieren und testen. Dasselbe gilt hier für Wissen und auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auf den ersten beiden Stufen funktioniert das noch relativ gut. Sobald wir in den Bereich der intrinsischen Motivation kommen, funktioniert das mit dem Testen schlecht oder gar nicht mehr. Insbesondere nicht mehr mit einem vernünftigen Aufwand. Bei den Mess- und Testverfahren wünschen wir uns also, dass Sie möglichst viele Stufen des Lernens abdenken. Und auch möglichst viele Bereiche, sowohl affektive als auch kognitive. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch Gedanken machen, wie die Anwendbarkeit in der Hochschullehre sein kann. Einerseits ist es wichtig, dass unsere Mess- und Testverfahren eine Transparenz schaffen darüber,
wie eigentlich von beobachtbarem Verhalten auf die zugrunde liegende latente Kompetenz geschlossen werden kann. Also Verhalten ist ungleich Kompetenz. Dann müssen wir uns kümmern um Testgütekriterien, klassischerweise Validität, Reliabilität und Objektivität. Und schließlich sollten Aufwand und Nutzen in einer vernünftigen Relation stehen. Das heißt, wir müssen das Geld im Blick behalten. Was kostet ein Testverfahren? Wie viel Zeit kostet es, es durchzuführen? Und welche Kompetenzen müssen wiederum bei den Lernenden bzw. bei den Prüfenden selbst vorhanden sein? Wenn wir Kompetenzen messen wollen und testen, dann können wir oft auf eine Vielzahl an qualitativen und quantitativen Instrumenten zurückgreifen. Einige dieser Instrumente sind eher standardisiert. Dazu gehören zum Beispiel Fragebögen, Interviews, standardisierte Tests, die können qualitativ oder quantitativ sein, Fokusgruppen oder auch Fallstudien mit Bewertungsschema. Der Vorteil an standardisierten Instrumenten ist, sie können gut validiert werden und sie eignen sich auch fürs Benchmarking. Auf der anderen Seite gibt es eher authentische Verfahren, die also messen können, wie sich die Kompetenz in der Lebenswirklichkeit, in der realen Welt äußert. Dazu gehören zum Beispiel Studienarbeiten, Verhaltensbeobachtung, also in der Arbeit oder im Praktikum, oder auch Systemevaluationen. Diese Instrumente lassen sich natürlich im Hochschulkontext nur bedingt einsetzen. Sie sind relativ aufwendig. Deswegen ist unsere Empfehlung, nach Möglichkeit einen multimethodischen Ansatz zu wählen. Dazu könnten zum Beispiel mehrstufige Multiple-Choice-Fragen, also sehr standardisierte Instrumente, kombiniert werden mit Fallstudien. Als Impuls für die Testentwicklung zu Data Literacy haben wir 5 Fallstudien aus verschiedenen Fachgebieten entwickelt. Jede dieser Fallstudien ist eingebettet in das Data Literacy Framework, damit man sieht, welche Teilkompetenzen jeweils benötigt werden. Ich möchte das zeigen am Beispiel der Fallstudie zur medizinischen Diagnostik. In dieser Studie geht es um einen Neurochirurgen, der Patienten mit Gehirnblutungen behandelt. Und eine schwere Komplikation davon sind Hirninfarkte. Der Arzt möchte jetzt wissen, welche seiner Patienten ein besonders hohes Risiko für diese Infarkte haben. Er findet eine neue Fachpublikation, in der wird ein Risikoscore beschrieben und dieser Score basiert auf verschiedenen klinischen Merkmalen. Und der Arzt möchte jetzt wissen, ob er diesen Score für seine Patienten verwenden kann. Wir haben also ein System. Dieses System sind die Patienten in der Klinik. An diesen Patienten sind bestimmte Objekte interessant, das sind ihre Begleiterkrankungen. Und diese Erkrankungen kann man messen, zum Beispiel Bluthochdruck durch die Messung des Blutdrucks oder den Body Mass Index, das ergibt dann Daten.
Und aus diesen Daten schließlich kann ein Datenprodukt entstehen. In unserem Fall ist das der Risikoscore. Dieser Risikoscore hat in der Publikation einen Wert von 0 bis 11. 0 bedeutet, der Patient hat praktisch kein Risiko, und 11 bedeutet, der Patient hat ein sehr, sehr hohes Risiko für einen Infarkt. Der Arzt schaut sich diesen Score jetzt näher an und versteht, welche Daten er braucht, um diesen Score zu berechnen. Er dekodiert also den Score. Im nächsten Schritt wird der Arzt zum Codierer. Er greift nämlich zu auf die Patientendatenbank, in der findet er Daten zu den Begleiterkrankungen der Patienten und auch die Informationen, ob diese Patienten schon mal einen Hirninfarkt hatten oder nicht. Er berechnet damit den Score für jeden einzelnen Patienten. Jetzt möchte er gern wissen, ob ihm dieser Score vernünftige Ergebnisse liefert. Er hinterfragt also seine Ergebnisse und vergleicht die mit der Literatur. Sind wir jetzt wieder auf der Seite des Dekodierens. Ich möchte es mal zeigen an den Ergebnissen, was der Arzt da rausbekommt. Er zeichnet sich den Score für seine Patienten an. Hier. Und die Häufigkeit, mit der er Infarkte gefunden hat. Die Häufigkeit geht hier bis 100%. Hier ist die 0. Ich zeige das jetzt mal nur für einzelne Scorewerte, also zum Beispiel für den Scorewert von 1 findet er eine Häufigkeit von ungefähr 10% Infarkten. Bei einem Scorewert von 4 findet er eine Häufigkeit von ungefähr 30% Infarkten. Bei einem Scorewert von 8 eine Häufigkeit von ungefähr 60% Infarkten. Und bei einem Scorewert von 11 findet er praktisch 100% Infarkte. Das ist schon mal gut. Das zeigt, dass je höher der Scorewert ist, umso höher auch das Risiko für einen Hirninfarkt. Das Problem ist aber, wenn er das mit der Literatur vergleicht, sieht es beim Scorewert von 1 noch ähnlich aus. Beim Scorewert von 4 sind in der Literatur aber schon 60% Infarkte, beim Scorewert von 8 ungefähr 90% und beim Scorewert von 11 ist es wieder übereinstimmend etwa 100%. Nun sagt eben die Literaturquelle, bei einem Scorewert von 4 sind hier diese Hochrisikopatienten, also die brauchen eine spezielle Behandlung. Sieht der Arzt in seinen Daten jetzt nicht und er fragt sich eben, ob der Score das Risiko seiner Patienten systematisch überschätzt oder ob es sich um Zufall handelt. Erstmal jedenfalls entscheidet er, dass er in der realen Welt im System aufgrund des Scorewerts noch keine Handlung ableitet, also keine gesonderte Therapie. Er entschließt sich aber auch, dass er jetzt einen Experten fragt, nämlich einen Statistiker, der soll sich die Sache doch mal anschauen. Der Statistiker macht nun dasselbe, er beschafft sich die Daten, bereitet die Daten so auf, dass er einen statistischen Test durchführen kann und stellt dann fest, dass die Abweichung zwischen den Daten aus der Literatur und den Patienten des Arztes eben doch systematisch ist. Das erklärt er dem Arzt. Der Arzt zieht daraus den Schluss, dass die Daten seiner Patienten eben nicht vergleichbar sind mit den Daten in der Literatur und entschließt sich, dass er den Scorewert zwar verwendet, also diesen Score berechnet, dass er aber Hochrisikopatienten erst ab einem Scorewert von 8 klassifiziert. Er hat also den Score modifiziert mit Hilfe eines Datenexperten und hat so ein großes Maß an Data Literacy bewiesen.